Ja. Kein Zweifel, die Mitarbeiter von Dörken brennen für das, was sie tun. Das Unternehmen in Herdecke entwickelt seit über 30 Jahren Mikroschicht-Korrosionsschutzsysteme. Das prämierte Produkt schützt vor Hochtemperaturkorrosion und verzichtet dabei auf toxische Zusatzstoffe. Wenn Sie Metalle auf Temperaturen um die 900 bis 1200 Grad erhitzen, auf Rotglut, bildet sich auf metallischen Oberflächen Zunder. Das heißt, Oxide, die spröde sind, abplatzen und damit die Oberfläche des Werkstücks beeinträchtigen. Und wir hatten nun die Aufgabe, mit einer möglichst dünnen, nur wenige Mikrometer dicken Schicht den Zunder über einen Zeitraum von 30 bis 60 Minuten zu reduzieren. Das Produkt lässt sich aufrollen, aufstreichen, also auch für ungeübte Mitarbeiter völlig problemlos im Handling. Wir gehen nicht mit gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen um, es ist also absolut untoxisch, es arbeitet auf Wasserbasis und ist damit auch für die Umwelt voll verträglich. Das sind Umformprozesse, das sind Glühprozesse, das sind Härtungsprozesse, natürlich auch dort, wo Maschinenbauteile heiß werden, im Motorenbereich, Turbinenbereich, bei Heizkraftanlagen, Heizungsanlagen etc. Überall dort könnte diese Beschichtungstechnologie Einsatz finden.